Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde, Sportskameraden. Matija Nastasic, unser Innenverteidiger bei Schalke, steht vor einem Wechsel zu seinem alten Club, wo er ein Jahr mal gespielt hat, beim AC Florenz, Serie A, italienische Liga. Gianluca Di Marzio hat darüber berichtet, dass die Verhandlungen oder die Gespräche gut laufen. Florenz ist interessiert, den zu holen. Ich habe noch nichts gelesen, irgendwo in einer italienischen Zeitung. Mal war ein kleiner Bericht von Florenz, dass die Interesse haben hätten an Nastasic. Aber Schröder sagt schon wieder im Gegen, dass die Verhandlungen schon richtig fortgeschritten sind und sich bald, bald einigen, dass der Wechsel stattfindet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll oder nicht. Dann habe ich Calcio Mercato 24 News geguckt. Da steht auch so ein kleiner Artikel. Aber sicher bin ich mir da noch nicht so, weil Nastasic, wir wissen, seine Verletzung, der ist immer verletzungsanfällig. Und wo er 2011, 2012 bei Florenz schon war, da hat er schon Knieverletzungen gehabt, Knieprobleme. Die kennen ja, wie Nastasic ist, immer Knieprobleme. Dann bei City auch verletzt immer, auch seine Knie, auch Knieprobleme. So, bei Schalke, bei uns, wie oft war der verletzt? Der war öfters verletzt, als er manchmal gespielt hat. Er hat 106 Spiele bei uns gemacht, in den 6 Jahren, 106 Spiele. Ist eigentlich für mich in den 6 Jahren zu wenig. Und da siehst du, guter Mann, ne? Konstant immer seine Leistung macht, war jetzt nicht der überragende Abwehrspieler, aber er hat immer konstant seine Leistung gebracht, war wirklich immer ein ruhiger, du hast nie was negativ über den Nastasic gehört, muss man sagen, wirklich top, top, top Einstellung auch immer gehabt, aber seine Verletzung immer oft verletzt und das ist, wo ich mir nicht denken kann, dass AC Florenz sich den holen würde. Ich würde mich freuen, wenn wir den loskriegen, weil sein Gehalt ist auch hoch und wir müssen ja in der zweiten Liga ja mit dem Gehalt runtersenken, aber vom Allergemeinsten. Deswegen haben wir auch den Schubert verkauft, weil als zweiter Torwart hat er ein gut Gehalt gekriegt. Musstest du den verkaufen? Ist ja okay, legitim, was der Schröder da versucht, weil wir müssen mit den Gehältern runtergehen. Ist normal. So, wieder zu Nastasic. So, aber wenn es wirklich stimmen sollte, ihr wisst über Medien, ich habe ja immer gesagt, ich werde erst berichten, wenn unterschrieben ist, aber da ich immer so kleine Berichte lese, auch in Italien, das über Nastasic, könnte es vielleicht möglich sein, aber die Ablöse wäre ganz niedrig. Damals haben wir den für 9,5 Millionen geholt. Jetzt wäre die Ablöse 2 bis 3 Millionen, vielleicht noch niedriger, weil wenn ich jetzt Florenz wäre, würde ich sagen, pass mal auf, er ist verletzungsanfällig. Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt den Medizincheck schafft. Wissen wir ja auch nicht. Der muss ja auch den Medizincheck schaffen, wenn es wirklich dazu kommen sollte. So, wenn ich Florenz wäre, würde ich nochmal sagen, pass auf, 2 bis 3 Millionen ist mir schon zu viel. Er ist 28 Jahre, oft verletzungsanfällig. Ist so. So, gehe ich mal davon aus, dass sie mit dem Preis vielleicht noch niedriger geht. Aber egal. Ich würde denn, wenn du den von der Gehaltsliste loskriegst, würde ich den abgeben, weil war schön, dass er bei Schalke gespielt hat. Aber er hat uns nicht weitergeholfen, weil er, wie gesagt, immer zu verletzungsanfällig war. Er war oft verletzt, oft. Und das ist wirklich so. Deswegen, wenn es wirklich zustande kommt, dass Florenz ihn haben möchte, sofort abgeben. Auch für 1,5 Millionen würde ich den sogar abgeben. So, dann sparst du auch wieder an Gehalt. Ist so, auch wenn wir die Spieler jetzt zurzeit immer am Verschenken sind, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Deswegen, wenn dieser Deal zustande kommen sollte, dann macht es sofort fertig. Aber ich habe Bedenken, weil ich glaube, die von Florenz sind ja auch nicht doof. Die denken sich auch, boah, wenn wir den holen, dann haben wir Fragezeichen. Schafft der überhaupt alle Spiele oder ist er auch wieder andauernd verletzt? Das ist die Sache bei Nastasic. Super Typ, Töfte, Charakter auch, hat super gepasst. Werden wir sehen. Ich berichte euch, wenn da irgendwas Neues kommt. Aber bei Sky, Calcio Mercato in Italien bisher war nicht so ein Riesenbericht. Bei Schalke war Bericht, ja, Schröder ist schon mit denen in Verhandlung, ist schon Einigung fast in Sicht. Aber ich habe es noch nicht 100%. Deswegen mal schauen. Wenn, dann berichte ich sofort. Ja.
Okay, wenn es was Neues geht, dann morgen nicht vergessen, das Spiel Schalke Wittelsheim, wo der Schubert vielleicht im Tor steht gegenüber, weiß man ja nicht. Ja, und nicht vergessen, den Kanal abonnieren ist kostenlos, wenn ihr Bock auf mich habt, auf den Kanal oder ein Like da lasst. Alles klar, pass auf, ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Wir hören uns. Ciao, euer Schalke.